Zum Rudern hier in Hoya bin ich gekommen durch meine Mutter, die gesagt hat, geh doch da mal hin. Das macht dir bestimmt Freude. Und das hat auch gestimmt. Es bereitet mir sehr viel Freude. Der Verein hat hier, finde ich, einen super Platz. Also es ist einfach schön hier. Und ja, es ist einfach eine tolle Location. Und das, die Harmonie hier in der Truppe, das macht auch Spaß. Ich finde das besonders schön hier an der Weser. Das finde ich total schön. Also das ist auch irgendwie mit den Elementen der Natur sozusagen umgehen. Manchmal sind auch Wellen und so damit umzugehen, das macht mir unheimlich Spaß. Ich finde das toll, wenn man so im Boot sitzt mit mehreren, gleichzeitig so synchron versuchen was zu machen. Und wenn das gelingt, dann ist das ein super Gefühl. Das Boot gleitet übers Wasser. Das ist eine tolle Atmosphäre. Wenn man dann unterwegs ist und alles wirklich funktioniert, die Bewegung funktioniert, die Balance funktioniert, die Kraft und die Ausdauer da ist, dann ist das die schönste Art von Bewegung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und ein Takt drin ist im Boot, der so funktioniert wie ein Herzschlag. Ich habe vorher vieles versucht und der Ruderverein, das war der erste, wo ich mich richtig zu Hause gefühlt habe und wo ich gut betreut wurde. Also mit meinen 14 Jahren damals bin ich hier aufgenommen worden und das war so richtig familiär. Das Wunderbare am Rudern ist für mich, dass ich an der frischen Luft bin, dass ich das Wasser als beruhigendes Moment erleben kann. Wir halten hier doch gut zusammen. Wir sind eine eingeschworene Truppe, der viel daran liegt, den Verein voranzubringen, zu gestalten. 51% soll Spaß, Freude, Geselligkeit sein und 49%, da geht es darum, was geht. Hallo, mein Name ist Axel Böschel. Ich bin erster Vorsitzender seit Februar 2023, also ganz frisch gewählt, auch sehr stolz, es jetzt geworden zu sein. Gehöre dem Ruderverein Hoya seit 2012 an. Bin hier angefangen, mittwochs zu rudern. Wann ich Zeit hatte, bin ich gekommen, wurde herzlich aufgenommen und man hat mir nach und nach das Rudern beigebracht. Bin also in Gruppen gut aufgenommen worden, habe mich immer wohl gefühlt. Und so wurde es automatisch auch immer mehr, weil es einfach auch sehr viel Spaß macht. Die Weser ist ein Ort, den wir hier wirklich vor der Tür haben. Er liegt uns zu Füßen und wenn du mit dem Boot auf der Weser bist, dann hast du eine Naherholung, die also seinesgleichen sucht. Das muss man natürlich erleben und das kann man eben nur, wenn man im Boot ist. Wir haben den ganzen Verein in den letzten Jahren über Kopf gekrempelt und haben vieles modernisiert, vieles frisch gemacht, jung gemacht, dynamisch gemacht. Die Außenflächen sind immer super. Also es ist einfach, es ist das, was mir auch gefällt. Es ist ein gepflegtes Ensemble hier an der Weser. Und das macht es schon aus, hierher zu kommen und sich hier einfach wohlzufühlen. Ich bin Felix, 21 Jahre alt, komme aus Vogtei, ruder hier im Ruderverein Hoya seit ca. 6 Jahren, habe mit 12 Jahren angefangen zu rudern. Ja, im Rudern ist halt das Schöne, ob man nun im Einer, Zweier, Vierer, Achter oder was für ein Boot auch sonst fährt, erstmal auch der Mannschaftssport mit anderen Leuten zusammen, wo auch immer die herkommen, wie auch immer die drauf sind. Man rudert hier, man sitzt in einem Boot wortwörtlich, macht eine Sache und das ist halt sehr gemeinschaftlich, total cool. Und im Einer hat man sonst mitunter auch mal einen sportlichen Kampfgeist dabei. Da kann man sich richtig auspowern und dann am Ende des Tages, was man gemacht hat. Und das ist einfach ein geiler Sport. Ich habe tatsächlich ziemlich spät angefangen mit dem Rudern. Ich habe früher viel Fußball gespielt, aber ich wollte nie diesen Kontakt, diesen sozialen Kontakt verlieren, diesen Mannschaftssport, dass man dann auch wirklich
mit anderen in einem Boot sitzt, gemeinsam versucht, etwas zu erreichen. Und das war immer extrem wichtig für mich, aber natürlich auch ja, der soziale Kontakt, das Zwischenmenschliche. Ich bin Michael Helten. Ich komme aus Martfeld und ich bin ganz frisch hier beim Rudern dabei. Es gibt einen Schnupperkurs, den haben wir jetzt gebucht. Da sind wir jetzt am Ende und ich muss sagen, das macht sehr viel Spaß. Wir sind hier freundlich aufgenommen worden von allen. Das ist eine schöne Gelegenheit, wirklich aktiv zu sein. Und was ich nicht gedacht hätte, ist, dass das so technisch ist. Also es ist nicht nur Kraft und Ausdauer da erforderlich, sondern eigentlich viel mehr Köpfchen und Technik. Und das macht sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, die Natur finde ich cool. Ja, irgendwie die Verbindung mit Wasser. Ich bin auch so sonst gerne auf dem Wasser. Und ja, das finde ich total schön. Also das ist auch irgendwie mit den Elementen der Natur sozusagen umgehen. Jetzt ist es ja total flach, das Wasser. Aber manchmal sind auch Wellen und so damit umzugehen, das macht mir unheimlich Spaß. Ich komme eigentlich ursprünglich aus Hamburg, bin dort geboren und aufgewachsen und habe dort auch das Rudern gelernt. Hamburg ist eine Stadt mit viel Wasser. Das finde ich hier auch. Draußen zu sein, ist für mich einfach das Größte. Es ist eigentlich auch so, dass das Rudern eine etwas komplexere Angelegenheit ist. Das ist gar nicht der dumpfe Hau-Ruck-Sport, als den manche den vielleicht ansehen mögen, die das nicht kennen. Es ist ein ziemlich komplexer Bewegungsablauf, den man überhaupt erstmal so reinkriegen muss. Und wenn man es dann drin hat, macht es eben auch Spaß. Wenn man dann unterwegs ist und alles wirklich funktioniert, die Bewegung funktioniert, die Balance funktioniert, die Kraft und die Ausdauer da ist, dann ist das die schönste Art von Bewegung, die man sich überhaupt vorstellen kann. Für mich jedenfalls. Vielleicht ist Fliegen schöner, aber das haben wir noch nicht gelernt. Das Wunderbare am Rudern ist für mich, dass ich an der frischen Luft bin, dass ich das Wasser als beruhigendes Moment erleben kann, zum Alltag, ein sehr wunderschöner Ausgleich und die körperliche Anstrengung, je nach Belieben, will ich Regatten fahren, wird halt ordentlich trainiert und wenn wir eine Wanderfahrt machen, dann geht's gemütlich die Weser oder andere Flüsse. Ich bin seit 50 Jahren genau Mitglied im Ruderverein Hoja. Am Rudern gefällt mir gut, dass das nicht nur eine Ausdauersportart ist, sondern dass das auch eine technische Sportart ist. Das ist also, man lernt nie aus, man rudert nie fehlerfrei. Es ist also immer eine Herausforderung. Und es ist ein krönendes Erlebnis, wenn man eine Rudereinheit hinter sich gebracht hat, wo man gesagt hat, das ist heute mal gut gelaufen. Ich bin Christa, ich rudere seit 25 Jahren im Ruderverein Hoja. Mir gefällt besonders gut am Rudern die Bewegung an der frischen Luft und dass alle wichtigen Körperteile bewegt werden. Also es wird ja auch empfohlen von den Ärzten, dass Rudern sehr gut ist für die Gesundheit. Und das ist, kann ich nur bestätigen. Ich bin Dagmar, komme aus Bücken und ich ruder seit über 20 Jahren. Mir gefällt am Rudern, dass das ein Sport ist, der draußen betrieben wird und der auf dem Wasser ist und an sich auch bei Wind und Wetter stattfinden kann.
Mein Name ist Werner, ich bin 69 Jahre alt und komme hier aus Hoya, schon gebürtig hier in Hoya und fühle mich hier sauwohl, weil Hoya unter anderem die Weser hat. Ich bin ein Mensch, der gerne Wettkämpfe fährt, aber auch die Geselligkeit, die Kameradschaft ist mir ganz wichtig. Und das kann ich hier alles in diesem Verein erleben und das ist für mich eben ganz eine ideale Kombination, das alles hier an einem Ort ausüben zu können. Wenn jemand jetzt Lust gefunden hat oder vielleicht schon immer sich damit getragen hat, dann ist es eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Dieser Schnupperkurs oder Anfängerkurs, der geht über 5-6 Mal, wo man von den ersten Schritten dann am Ende schon ein Gespür dafür hat, funktioniert es oder funktioniert es nicht, ist das was für mich? Und das ist eine super Gelegenheit, das einmal auszuprobieren. Unbedingt ausprobieren. Also es gibt nichts Besseres. Es ist vielleicht so, dass es nicht sofort so losgeht, wie man sich das eigentlich vorstellt, dass man gleich ins Boot kann und los. Es braucht ein bisschen Vorbereitung, aber selbst wenn es vielleicht ein bisschen Durchstrecke ist, lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Menschen, die reinschnuppern wollen, kann ich nur empfehlen, erstmal dranbleiben und nicht gleich aufgeben, weil das sieht erstmal einfach aus. Alle denken, man kann es sofort und dann stellt sich raus, es ist doch gar nicht so einfach. Aber am Ende geht es dann doch wieder relativ schnell, bis es Spaß macht. Ja, also wir sind hier angekommen. Wir kannten ja niemanden außer Rennig, der uns mitgeschleppt hat. Und alle waren total freundlich, offen, haben uns hier die ersten Schritte gezeigt miteinander. Man macht ja auch viel hier miteinander und das war wirklich sehr schön. Und dann das erste Mal samstags morgens hier nach dem Rudern frühstücken und da auch nochmal ins Gespräch zu kommen, das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Es sind wirklich alle herzlich willkommen, die hier auch neu einsteigen, die das gar nicht kennen. Wir haben jedes Jahr einen Anfängerkurs. Das machen wir immer zum Saisonstart, wenn es wärmer wird, also Anfang Mai. Und dieser Anfängerkurs, das sind immer in der Regel 4 bis 6 Leute, die irgendwo hier anfangen. Es ist auch eine recht günstige Gebühr. Natürlich, so eine Grundgebühr, so ein bisschen müssen wir haben dafür, das ist klar. Die Boote werden gebraucht, verschlissen, aber da ist man schon mit sehr wenig dabei. Und dann wird in 6-maligen Terminen wird halt dieser Anfängerkurs durchgeführt. Wir haben mehrere Leute aus dem Verein, die das Ganze begleiten. Und wer dann mehr möchte, kommt einfach ganz normal zum Rudern am Mittwoch. Wie eben schon gesagt, mittwochs 18.30 Uhr. Und wer noch mehr möchte, kann auch gerne mehr machen. Der muss sich dann einfach nur melden, der kann sich in irgendwelchen Gruppen anschließen oder kann auch am Ende das Einerfahren mit lernen und kann auch dann zu Wasser, wann er möchte. Auch das ist natürlich möglich. Das Ziel ist eigentlich, die Leute zu motivieren, hierher zu kommen, sich vor allen Dingen zu erholen, nach Feierabend zu erholen, am Wochenende zu erholen und dann mit Freude hier nach Hause, von hier aus nach Hause zu fahren und zu sagen, das war ein schöner Abend, das hat Spaß gemacht und ich habe auch noch Sport gemacht und hatte auch gleichzeitig Urlaub auf der Weser. Das war's von mir. Vielen Dank. Ich wünsche euch viel Freude. Meldet euch bei uns. Ihr seid herzlich willkommen.